Wir haben heute schon einiges gehört an radikalen, antioxidativen Substanzen. Ja, es ist gängig oxidativer Stress, aber wenn man hineintaucht in die Materie, so ist es mir immer gegangen, wenn ich eine Frage gehabt habe, habe ich zumindest diese beantworten können, 10 neue sind entstanden. Das ist Wissenschaft. Ne? Okay, was hat jetzt Carbonylproteine, oxidativer Stress und Alzheimer-Marker? Nun, wir haben gerade vorhin so gewisse Problematiken gehört, wie kann man eigentlich Substanzen ordentlich messen, wie kann ich das, wie wir vorhin eben auch gehört haben, wie kann man das ATP messen, wie kann man NADH messen und so weiter und so fort. Ich habe ungefähr 15 Jahre noch klinische Diagnostikerfahrung, weil ich auch in einem Laboratorium gearbeitet habe. Deswegen habe ich immer meinen Beinamen bekommen, weil ich habe das über Nacht immer gemacht, nicht mehr der Herr Greilberger, sondern der Herr Gruselberger. Und habe sozusagen auch hier die Messmethodik eben sozusagen erlernen können. Und es haben sich dann irrsinnige Fragen aufgestaut während meiner studentischen Zeit und die hoffe ich zumindest eben abarbeiten zu können. Vorhin haben wir gerade einen Vortrag gehört, Sauerstoffradikale, positiv, negativ geladen. Diese Moleküle sind sehr, sehr reaktiv, das ist auch uns schon gesagt worden, 10 hoch minus 9 Sekunden. Also solche Sachen zu messen ist ja unmöglich. Und das war meine erste Frage schon, wie kann ich oxidativen Stress eigentlich valide messen? Ja? Der zweite Punkt ist halt eben, wie schaut es mit Supplementierungen aus? Wir hören sozusagen von Antioxidantien, ob das jetzt Vitamin ist, NADH ist und so weiter und so fort. Nehmen wir an, wir verabreichen das einem Patienten, das NADH wird als solches, glaube ich, nicht so schnell dort an der Zielzelle ankommen, weil es einfach mit den Radikalen schon abarbeitet. Und deswegen auch vielleicht funktionsuntüchtig wird. Also das muss man natürlich dann auch mit hineinnehmen, was ein logischer Punkt ist. Ja. Also hier ist einmal die erste Darstellung. Oxidativer Stress, was ist das? Der Professor Sies hat es ja in den 90er Jahren schon eben beschrieben. Das ist eine Dysbalance zugunsten der Oxidantien versus den Antioxidantien. Ja. Bei den Antioxidantien haben wir schon heute einige gehört, Vitamine, die sozusagen selbst die Funktion als Antioxidantien haben, aber auch eben Vitamine, die in enzymatischen Komplexen eingebaut werden müssen, wie das NADH, ja, was sozusagen beides kann, heraus als auch eben im Enzym eingebaut und aktiviert, weil damit erst eben das Enzym aktiv arbeiten kann. Ja. Naja, auf der anderen Seite haben wir Oxidantien, ob das jetzt endogen oder exogen ist, möchte ich sozusagen jetzt nicht mehr behandeln. Also Strahlung wissen wir, dass das als eine Art von Oxidation ist. Wir haben vorhin gerade eben mit der Sauerstofftherapie schon gehört, positiv oder negativ geladen. Also wenn sie positiv geladen sind, werden sie Elektronen natürlich rauben oder aufnehmen. Wenn sie negativ geladen sind, werden sie natürlich Elektronen abgeben. Hängt aber immer vom Partner ab, logischerweise. Ne? Gifte, Metalle, Pestizide, Partikel, Medikamente, Zytostatika, das sind bitte alle Substanzen, die eben in unserem Körper, in unserem Organismus bis hinein in die Zelle Dysregulationen hervorbringen. Auf das komme ich dann später ein. Im Bereich neurodegenerativen Krankheiten spielen natürlich Metalle eine sehr, sehr große Rolle. Also wir betreuen mit unseren Ärzten ca. 1500 Krebspatienten derzeit, 300 Patienten im neurodegenerativen Bereich hinein, auch natürlich mit in Sachen Borrelien und Metalle, die sich darin äußern, dass sozusagen keine Beweglichkeit zum Beispiel vorhanden sein kann. Okay, und dann haben wir sozusagen die sogenannten Radikale, das heißt freie Radikale und RONS. Ich muss da ein bisschen pingelig sein, nämlich insofern, wenn man hört, nämlich immer freie Radikale, RONS. Diese zwei Begriffe sind eben unter dem Begriff Radikale. Ja. Freie Radikale sind solche Substanzen oder Moleküle, die eben ein oder mehrere ungepaarte Elektronen haben. Ja. Also das sind die reaktivsten Moleküle überhaupt. Ja. RONS sind reaktive Sauerstoff- und Stickstoffspezies. Die haben keine Radikale mehr. Ja. Aber sie sind noch immer so hochoxidativ tätig. Ja. Wasserstoffperoxid gehört zum Beispiel dazu oder Peroxynitrit. Ja. Und die resultieren eben aus den freien Radikalen heraus. Man braucht eigentlich, so wie in der Mathematik, zwei Hydroxylradikale zusammenzählen. Man kommt auf Wasserstoffperoxid. Wenn man das Supersauerstoffanion mit NO zusammengibt, dann kommt man zum Peroxynitrit. Ja? Gut, ich habe schon vorhin gesagt, diese Sauerstoffradikale haben eine Reaktionszeit von 10 hoch minus 6 bis 10 hoch minus 9 Sekunden.
Ja? Also diese zirkulieren auch nicht weit. Sie sind unmittelbar oder reagieren unmittelbar natürlich mit der Umgebung.